Hallo zusammen, mein Name ist Florian. Willkommen auf meinem Kanal, wo ich euch heute gerne kurz ein Produkt vorstellen möchte. Das mache ich sonst eher selten auf meinen sozialen Medien. Normalerweise lasse ich lieber die Resultate für sich sprechen. Ich werde das Ganze auch auf Deutsch tun, das mache ich noch seltener. Ich bin schon länger nicht mehr in Deutschland ansässig und mein Deutsch wird auch immer holpriger, das bitte ich schon mal im Vornherein zu entschuldigen. Aber die Firma M-Labs aus Frankreich, der Hersteller von diesem Produkt, hätte gerne etwas mehr Aufmerksamkeit im deutschsprachigen Raum. Zu Recht, meines Erachtens. Und deswegen mache ich das natürlich gern. Das Produkt, um das es hier dreht, ist eine Zeitrafferkamera, nennt sich Taiki 3 Pro Plus. Das ist die Version, die ich von M-Labs bekommen habe. Und es ist ein Produkt, das ich recht spannend finde und auch etwas, das ich gern selbst schon vor ein paar Jahren gehabt hätte. Da gab es das noch nicht, beziehungsweise ich wusste noch nicht, dass es damals schon die ersten Versionen gab. Zum Beispiel für dieses Video hier. Und deswegen, als M-Labs mir angeboten hat, das Produkt mir mal anzuschauen, war ich natürlich sofort interessiert. Bei der Taiki handelt es sich um eine Zeitrafferkamera, die alle möglichen Arten von Zeitraffern aufnehmen kann, aber vor allem für Zeitraffer ausgelegt ist, die über längere Zeit laufen sollen und zum Beispiel auch im Außenbereich. Und es trifft sich ganz gut, weil meine Eltern gerade hier in Deutschland ein neues Wohnhaus bauen und ich habe vor, die Taiki auch dort auf der Baustelle zu installieren, um sie mal im echten Leben in einem richtigen Einsatz testen zu können. So, dann sehen wir uns die Kamera mal etwas genauer an. M-Labs hat mir eine Taiki 3 Pro Plus zur Verfügung gestellt. Das ist die etwas teurere, aber auch funktionsreichere der beiden Varianten, die erhältlich sind. Der Unterschied liegt vor allem in den verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten und den Aufnahmemodi. Dazu später etwas mehr. Die Qualität, das Äußere, das generelle Prinzip der beiden Kameras sind mehr oder weniger identisch. Die Kamera kostet in dieser Ausführung 1.800 Euro. Zusätzlich habe ich von M-Labs noch einen Edelstahlarm für 180 Euro bekommen und ein Befestigungskit für 42 Euro. Es gibt noch anderes nützliches Zubehör für die Kamera, zum Beispiel eine Diebstahlsicherungskette oder auch Objektivschützer, die, glaube ich, vor allem im Außeneinsatz sehr nützlich sind. Wo wir beim Thema Kosten sind, die Taiki gibt es mit einer Cloud-Plattform. Es gibt eine kostenlose Variante, aber die spannenden Funktionen, dazu später noch etwas mehr, kommen mit der bezahlten Version für 59 Euro pro Monat oder 35 Euro pro Monat, wenn man sich gleich für ein ganzes Jahr entscheidet. Es gibt auch noch teurere Varianten mit diversen Enterprise-Funktionen, zum Beispiel Zugriffsverwaltung und einem automatischen Personenweichzeichner. Kann auch sehr nützlich sein, ist aber nicht unbedingt für jedermann notwendig. Erstmal denkt man sich wohl, dass 1.800 Euro plus Zubehör und monatliche Softwarekosten dann doch ein recht stattlicher Preis sind. Aber es hängt immer davon ab, was man eigentlich erreichen will und mit was man das Ganze vergleicht. Ich persönlich kenne kein ähnliches Produkt für solche Anwendungsgebiete, das so ausgereift und einfach ist. Und wir sehen uns jetzt mal an, warum ich dieser Meinung bin. Es geht los erstmal, dass die Taiki selbst recht klein und leicht ist, wiegt unter 2 Kilo, ist nur 20 Quadratzentimeter groß und etwa 7 Zentimeter hoch. Und sie hat einige spannende eingebaute Funktionen. Erstmal sehen wir natürlich vorne die beiden Objektive, jeweils mit einer Blende von 2,8 und jeweils mit einem 16-Megapixel-Sensor ausgestattet. Das gibt einen Gesamtblickwinkel für Panoramaaufnahmen von 220 Grad und eine Auflösung von 6K. Die Blickwinkel der beiden Einzelobjektive werden automatisch zusammengefügt, das heißt, man muss das nicht manuell machen. Das ist nämlich ziemlich kompliziert und kann ganz schön nervig werden. Habe ich alles schon versucht. Und mit einer Auflösung von 6K kann man natürlich innerhalb des Blickwinkels zoomen und pannen und hat trotzdem akzeptable Qualität. Außerdem hat die Taiki ein eingebautes Solarpanel. Das kann man hier hochklappen und auch drehen und schwenken und versorgt die eingebaute Batterie mit Strom, sodass man unabhängig von einer Stromquelle überall seine Zeitrafferaufnahmen machen kann, in fast allen Konfigurationen. Passend dazu ist sie entweder mit Wi-Fi oder mit 4G LTE direkt ans Internet verbunden und man braucht keine verkabelte Quelle, um seine Bilder direkt an die Cloud-Plattform zu laden. Die Ausnahme hierzu sind Bilder im DNG-Format. Wenn man diese benutzen will, um mehr Dynamic Range aus seinen Zeitraffern herauszuholen oder die Bilder manuell bearbeiten will, dann muss man sie intern speichern und direkt von der Kamera herunterladen, da nur JPEGs direkt an die Cloud geschickt werden. Auf der Rückseite der Taiki finden wir noch den Slot für die SD-Karte und die SIM-Karte, sowie einen Ausschalter und einen manuellen Auslöser und einen Eingang für ein zusätzliches Solarpanel, sowie die USB-Buchse, mit der die Kamera auch geladen werden kann. Außerdem haben wir hier einen Befestigungsring für die Diebstahlsicherung sowie die Verschraubung an der Unterseite, um die Taiki festzumachen. Die Kamera ist IP66 bewertet und
auch mit GPS ausgestattet. Das heißt, man kann sie im Außeneinsatz ohne Probleme benutzen und weiß auch immer, wo sie sich gerade befindet. Auf der MyTiki-Webplattform kann man sich dann die Daten seiner Tiki-Kamera ansehen und natürlich auch die Kamera konfigurieren, sowie auch Portfolios und Gruppierungen von mehreren Kameras erstellen. Übrigens gibt es auch die Möglichkeit, dass man normale IP-Kameras hinzufügt, natürlich nicht mit den ganzen Funktionen der Tiki, aber es kann trotzdem nützlich sein. Wenn man dann seine Zeitläufer-Videos generieren will, gibt es natürlich die Option, nur bestimmte Tage zu wählen oder bestimmte Uhrzeiten von jedem Tag, zum Beispiel nur Wochentage oder nur Arbeitszeiten. Aber auch Funktionen mit künstlicher Intelligenz, zum Beispiel die Auswahl von nur sonnigen Tagen, kann natürlich sehr spannend sein für Langzeitaufnahmen, wo man nicht die ganze Zeit den Wechsel zwischen Sonne und Wolken haben will. Das System generiert auch eine Art Best-of-Liste mit Videos und Fotos von den besten Szenen, den besten Wetterbedingungen. Die kann man dann einfach weiter bearbeiten oder auch direkt sofort teilen, ohne dass man da viel Aufwand reinstecken muss. Es gibt auch etwas fortschrittliche Funktionen, zum Beispiel eine Bildteilung von vorher, nachher, also unterschiedliche Zeiträume links und rechts im Bild oder auch automatischen Fade zwischen verschiedenen Zeiträumen, zum Beispiel nutzbar für Baustellenfortschritt oder auch Winter oder Sommer oder gutes oder schlechtes Wetter, wenn man beides gleichzeitig zeigen will. Für kommerzielle Zwecke ist auch die Funktion, Leute oder bestimmte Bildbereiche mit Unschärfe zu versehen, vorhanden, einfach um Privatsphäre und Datenschutz einhalten zu können. Und seit kurzem gibt es auch AI-gestützte Analysefunktionen, zum Beispiel die Erkennung von Personengruppen und Personen können gezählt werden. Und man kann automatisch Baugeräte und Fahrzeuge etc. erkennen und diese dann visualisieren, zählen lassen und so weiter. Der Link zum Kamerafeed kann natürlich privat geteilt werden, aber auch mit einem öffentlichen Link und kann natürlich auch in der eigenen Website zum Beispiel eingebunden werden. Und wie schon gesagt, kann man das Ganze mit 6K-Auflösung exportieren, dann weiter bearbeiten oder auf den sozialen Medien etc. hochladen. Anlet hat mir auch gesagt, dass es die Web-App bald auf Deutsch gibt. Aktuell ist sie auf Englisch und Französisch. Alles in allem ist die Tiki, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, ein sehr ausgereiftes Produkt, das zwar auf recht spezifische Anwendungsbereiche abzielt, aber dank der Flexibilität eigentlich wirklich breit benutzbar ist. Vergleichbare Ergebnisse und Funktionen zu einem ähnlichen Preis zu finden, ist, glaube ich, schwierig oder zumindest mit sehr viel Eigenaufwand und Bastelarbeit verbunden, auch in der Nachbearbeitung. Da hat man natürlich mehr Flexibilität, zum Beispiel die Brennweite der Objektive zu wählen etc., aber eben nie die gleiche Einfachheit und möglicherweise auch mehr Kosten. Wer eine einfach zu installierende und benutzbare Kamera sucht, mit der man Projekte wie zum Beispiel Baustellenzeitraffer oder Wetter- und Wellenkonditionen am Strand oder Schneekonditionen in den Bergen oder das Aufbauen von Events und so weiter dokumentieren will, der, glaube ich, liegt hier richtig. Wenig Anforderungen an die Infrastruktur durch das eingebaute Solarpanel, Batterie und 4G LTE macht das Ganze wirklich sehr einfach. Wenn ich einige Punkte kritisieren müsste, wären das unter anderem die Qualität der Nachtaufnahme, die zwar akzeptabel ist, aber natürlich nicht an eine größere Kamera hinkommt. Für zum Beispiel Milchstraßenzeitraffer ist das Ganze nicht wirklich geeignet. Ein eigenes kleines Ärgernis für mich ist noch der USB-Port. Das ist Micro-USB und alle meine anderen Geräte sind von USB-C. Das heißt, ich habe ein extra Kabel. Ist Gott sei Dank nicht so dramatisch, weil man eben nicht so oft sich direkt an die Tiki anschließen muss. Ein theoretisches Problem, das ich noch sehen könnte, ist vielleicht, dass bei hoher Luftfeuchtigkeit oder bei Frost vorne die Objektive beschlagen. Da wäre irgendeine Lösung mit einer Art Heizmanschette, die von der Tiki kontrolliert wird, zum Beispiel 10 Minuten vor Aufnahmebeginn oder so, noch wünschenswert. Hat natürlich Konsequenzen für Batterielaufzeit. Das müsste man sich ansehen. Trotzdem hat Anlabs hier meiner Meinung nach ein Produkt gebaut, das sehr spannend ist, das neue Aufnahmeszenarien ermöglicht und es Leuten einfacher macht, Langzeitzeitraffer zu erstellen und das Ganze viel zugänglicher macht. Die vielen interessanten Aspekte der MyTiki-Plattform stimmen mich auch positiv, dass hier in der Zukunft noch sehr viel entwickelt wird. Und da gibt es natürlich endlos Möglichkeiten, was man mit den Daten, die so eine Kamera einfängt, machen kann. Auf jeden Fall bin ich positiv beeindruckt. Und falls ihr noch mehr Fragen habt, bitte gerne in den Kommentaren. Ich werde sicher in den nächsten Wochen noch weitere Videos einstellen.